Hey, was geht ab? Ja, ich bin's wieder, euer blöder Thorsten, und ich spiele Clash of Clans. Scheiß Anfang. Okay, also machen wir es viel besser. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich bin eigentlich so ein bisschen pisst, muss ich sagen. Aber wir wollen heute so ein bisschen was schaffen. Und es ist das Heldenleveln, muss ich sagen, ist in Clash of Clans immer noch sehr, sehr schwierig. Aber ich habe hier jetzt gerade in dem Dorf hier, wo ich gerade mit online bin, das ist der Chefkoch, mit dem tue ich mich richtig, richtig schwer. Ihr könnt ja mal in meinen Attacklog reingucken. Ich verliere sogar die Attacken hier. Das ist eigentlich ist der Hammer für jemanden, der eigentlich schon so lange Clash of Clans spielt, vor allen Dingen mit Rathaus 9ern. Aber egal. Oh, erster Klick hier. Ich will heute das Hexen-Event mit euch komplett durchspielen. Ich hau gleich einen Boost rein. Da machen wir in jedem Fall alle 5 Angriffe. Dann sollte das auch mal für eine Folge passen. Und dann sehen wir zu, dass wir den hier mal so ein bisschen, wenigstens noch ein bisschen angezogen kriegen. Vielleicht stelle ich die Armee auch noch so ein kurzes und kleines mal noch um, denn so ganz optimal ist das hier nicht so mit meinen 5er Riesen und ja, mit meinen 3er Heilern. Schwierig, schwierig. Es ist nicht ganz einfach. Also es ist zumindest nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Und was habe ich in der Clanburg? Oh, noch mehr Riesen können ja nicht schaden. Noch mehr Riesen können nicht schaden. Okay, dann habe ich jetzt auch so viele Riesen, die eigentlich ja ganz gut sein müssten für so eine Mauer. Ich wollte eigentlich jetzt meine Hexen so ein ganz klein bisschen aufsparen, nämlich für dieses Stück hier. So, jetzt kommen die da rein. Meine beiden Hoggies nehme ich hier auch mit rein. Und einmal jetzt hier den Heil gesetzt. Den Sprung habe ich schon rausgeballert. Jetzt habe ich noch 2 Wut. Und mal sehen, ob wir hier nicht so ein bisschen was holen können. Aber wir müssen auch immer gewinnen. Das ist auch. Wir müssen auch immer gewinnen. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so fürchterlich schlecht spiele, aber gewinnen tue ich irgendwie nicht. Ah ja, wo ist meine Queen wieder? Meine Queen macht jetzt da vorne schon eine Mauer, ey, alter Falter. Ah ja, okay, und jetzt werde ich die wahrscheinlich auch verlieren, wenn ich sie jetzt nicht zünden werde. Die müssen auf jeden Fall hier noch so ein bisschen was machen. Hier muss ich den King giften, dass wir wenigstens hier die 50% kriegen. Da sehe ich jetzt schon wieder schwarz. Ich sehe jetzt schon wieder schwarz, was es, oder wenn es darum geht, dass wir hier 50% holen. Gottes Willen, Toto, ey. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. 44. Ich habe aber noch so ein paar Trubis habe ich noch. Die kann ich sicherlich hier ganz, ganz geschickt setzen. Also wirklich mal geschickt setzen. Und okay. Hexe ist weg. Alter Falter, das ist echt scheiße. Das mache ich wirklich zurzeit nicht gut. 45%. Das ist ein Kackanfang, ey. Kann ich mir wirklich mal wieder schenken. 47 ist hier hinten noch was. Das wären leider nur 49%. Tolle Wurst. Naja. Genauso sieht das nämlich aus bei mir im Moment. Ach, Gottes Willen. Naja, okay. Oh, wir haben den doch noch gewonnen. Kaum zu glauben. Mann, Mann, Mann. Wir haben den doch noch gewonnen. Ist eigentlich der Hammer. Ich hatte das ganze Ding eigentlich schon geschnitten und wollte es wegschmeißen, ehrlich. Ich wollte gerade sagen, man kann es euch ja nicht wirklich zumuten. Und ich gebe mir allerdings jetzt selber gerade ein paar Truppen mit dem. Ich glaube, ich bin hier mit dem Avatar noch online. Ah, jetzt gebe ich mir wieder Riesen. Ah, da sollten eigentlich gerade ein paar Bowler reingehen. Naja, ist nicht so schlimm. Wir boosten in jedem Fall einmal unsere gesamte Truppe. Das kann ich hier usen, denn ich habe noch wieder eine im Shop. Und ich habe auch ein Heldenbuch im Shop. Und ich würde sagen, das Heldenbuch kaufe ich mir auch heute. Die nehme ich eigentlich immer mit für 500. Ich glaube, das ist immer das Spott. Paket hier und ich mache einen kurzen Cut. Also 5 Schnitte, 5 Angriffe und ich hoffe mal 5 Siege. Und ich muss sagen, die Dörfer, wie ich heute finde, sind wirklich, wirklich nicht schlecht. Also zumindest passt der Loot und die Zeit scheinbar. Naja, aber ich hatte ja eben schon beschrieben, eigentlich kann ich es euch gar nicht zumuten. Denn an Laune ist das heute echt nicht zu überbieten. Das liegt. Ja, eigentlich ärgert es mich immer, wenn wir einen Clankrieg verlieren, den wir hätten nicht verlieren sollen, dürfen, was auch immer. Naja, ich habe ja hier Riesen drin. Hurra. Dann kann ich die auch mal setzen. Und das ärgert mich natürlich immer, aber mittlerweile schmeiße ich die Leute, vor allen Dingen längere, also Leute, die länger nicht da sind, hier nicht sofort aus dem Clan. Sonst bin ich da immer sehr impulsiv und hau die sofort weg. Aber dieses Mal.
habe ich das mal nicht gemacht. Und Queen rein, King rein. Wo kann ich denn meine beiden Hawks setzen? Kommen die beiden Hawks, verballer ich da mal. Einmal hier die Helden gegiftet. Und dann soll das hier ab in die Mitte gehen. Ja, das passt ganz gut. Also der wird auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, und auf jeden Fall ärgert einen das natürlich schon, wenn du aufgrund eines Angriffes eigentlich einen sicheren Sieg, ich will es mal wirklich so sagen, einen sicheren Sieg, nochmal richtig verballerst. Das ist dann wirklich, das ist sehr, sehr ärgerlich. Nur habe ich heute Abend gedacht, warum soll ich darüber aufregen? Toto ist auch nur ein Spiel. Und da muss man gewinnen und verlieren können. Und das kann ich eigentlich. Aber wenn es dann so richtig dusselig ist, da habe ich dann doch, ich habe da kein Problem mit. Aber dennoch kann ich dann, glaube ich, sage ich dann nicht, hurra, es hat einer nicht angegriffen. Oh, schade. Wir haben zwar jetzt verloren mit einem Stern, beziehungsweise wir haben prozentual verloren. Wir haben aber nur prozentual verloren. Der eine Stern, ach Mist, hätte der eine noch angegriffen. Aber gut, sei es drum. Er hat es halt von der Arbeit nicht gepackt. Ist dann für mich auch immer schwierig zu verstehen. Wenn, dann soll man doch gleich zwei Angriffe nacheinander machen oder sich auf Rot stellen. Vor allen Dingen in den oberen Bereichen ist es ganz einfach. Unser Erster macht den Zweiten und den Ersten. Punkt. So einfach kann es sein. War es aber leider nicht. Und hat halt so lange gewartet mit dem Angriff auf den Ersten. So haben wir auf die erste Base 0 Sterne gemacht. Und kriegen wir da noch ein bisschen was? Unsere Queen. Das wird nichts mehr. Da schießt sie auf nichts mehr. Und deswegen haben wir leider ein wenig verloren. Macht aber nichts. Wir sind hier in jedem Fall voll im Plan. Und machen einfach weiter. Leute, das ist echt fast First Click hier. Ihr werdet das gleich sehen anhand der Trainingszeit meiner Truppen. Und alles geht ja viel, viel schneller demnächst. Das heißt, ich musste eben mal eine kleine Gedankenpause einlegen. Nicht da rein. Oh ja, das ist immer eine blöde Ecke, da reinzugehen. Das will der Gegner ja, dass man da reingeht. Und dann können wir hier in jedem Fall so ein bisschen funneln. Und also alles kannst du ja boosten, aber ich zeige euch gleich ein Teil, was mir unheimlich aufregt, muss ich sagen. Was man hier nicht boosten kann. Ah, die latschen alle außen, ne? Was man hier nicht boosten kann. Und das ärgert noch ein bisschen, aber ich glaube, das macht Supercell auch extra. Das machen die in jedem Fall extra. Das weiß ich, wie ich nichts weiß. So will ich das mal sagen. Und deswegen glaube ich, dass die das extra machen, dass man die Clanburg nicht boosten kann. Du kannst alles boosten. Jeden Helden, jede Truppe, deine Zauberfabriken. Aber das Einzige, wo du dann immer drauf warten musst, wenn du mal so richtig in so einem Push hier bist, ist die Clanburg, also wenn man sie denn unbedingt mitnehmen will, und ich nehme sie eigentlich gerne mit. Ihr habt das ja schon mal mitbekommen, dass ich die dann auch gerne mal nicht nehme. Also sie so ein bisschen spare oder schone. Macht man ja mal. Ist eigentlich völlig unnütze, denn die ist eigentlich dafür da, um deine Angriffe zu unterstützen. Also nehme ich sie jetzt auch mit. Mit allen Accounts hier. Oh, fast wieder vergessen, die Queen. Naja. Okay, also haben wir ganz gut gemacht. Ich glaube, der Lootgott, wie gesagt, ist heute Abend auf jeden Fall mit mir. Das ist schon mal gar nicht schlecht nach so einem eigentlich ja schwarzen Tag, beziehungsweise nach so einem dunklen Tag. Deswegen heißt der Titel auch so Dunkler Tag. Denn heute ist ja zumindest, also keine Panik mache, heute ist ja der Entwurf des Artikel 13, später wird der Artikel 17 heißen, verabschiedet worden, beziehungsweise er ist nicht verabschiedet worden, sondern er ist angenommen worden, der Entwurf. Und das ist quasi wie eine Alpha-Version. Also das ist noch nicht mal Beta. Ja, das ist noch Alpha. Und ich denke mal, noch ist da nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich meine schon einen Entwurf schon mal, zu bestätigen. Dann dauert es eigentlich nicht, wenn das Gremium denn gut genug ist und auch viele Fakten liefert etc., dann wird es schon sehr, sehr schwer, dagegen noch irgendetwas zu machen oder vielleicht das Ganze nochmal komplett umzubiegen. Aber mal sehen, wie gesagt, es war nur der Entwurf, also macht keine Panik, so nach dem Motto, oh Gott, der Artikel 13 ist durch. Ich habe ganz viele WhatsApps heute gekriegt, oh Toto, der Artikel 13 ist durch. Nein, es ist nur der Entwurf verabschiedet worden, beziehungsweise für den wurde abgestimmt mit etwas mehr Stimmen ja als weniger Stimmen nein. Was haben wir denn hier noch? Oh, wir haben ein Skelett hier. Und also keine Panik mache. Alles noch gut. Ich habe heute auch sehr, sehr viel auf der Arbeit nebenher geguckt. Ich habe mir die Live-Übertragung auch teilweise angucken können. Manchmal leider ohne Ton, ist dann natürlich ein bisschen doof, wenn es politisch wird. Aber hier ist es auch ein bisschen doof. Die 5 Sekunden können wir uns eigentlich schenken.
Wir haben in dem Fall jetzt den dritten Angriff schon gemacht und ihr seht das, okay, den Bonus habe ich drin. Ich habe hier noch 6 Minuten wieder Timer. Das ist echt, echt blöde. Alles ist da im Boost. Ihr seht das. Und dass der Boost auch noch lange läuft, das seht ihr hier. Boost läuft 45 Minuten. Das Video ist noch nicht wirklich lang. Also das sind hier wirklich First Clicks. Und bevor das Video dann aber eine unheimliche Länge annimmt, muss ich euch leider diese harten Schnitte hier reinpacken, damit ich wenigstens das erste Event hier mit euch spielen kann. Also das erste Event meine ich nämlich das mit den Hexen. Für die 100 Gems, denke ich mal, kann man das machen. Das zweite finde ich schon gar nicht mal so uninteressant. Da gibt es nämlich ein Heldenbuch. Das heißt also, wir wollen ja unsere Queen auf jeden Fall machen. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass es hier für eigentlich eine einfache Aufgabe ein Heldenbuch gibt. Aber als Rathaus Achter muss ich sagen, wo du dann auch nur unter Umständen Rathaus 8 machst, vielleicht machst du einen kleineren Neuner, dass du mal zwei Helden kriegst, brauchst dann schon ein paar Angriffe mehr. Mit meinem 12er waren das 3 Angriffe und eine Queen. Bam. Ja? So einfach ist das. Aber mit denen hier ist es dann schon, finde ich, ein bisschen schwieriger. Macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen abwechslungsreicher. Aber kurzer 5 Minuten 13 Sekunden Cut. Und dann sehen wir uns hier zum vierten Angriff, glaube ich, ist es, ne? Ich kann euch sagen, es fällt mir immer schwer, so welche dann nicht mitzunehmen. Aber es fällt mir natürlich dann auch schwer, eine Niederlage hinzunehmen. Also gucken wir mal, wie wir den hier machen können. Jo. Passt mal auf. Wir nehmen den mal von. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite wir den nehmen. Ja, das hört sich jetzt auch an, ne, von welcher Seite. Ist doch ganz klar. Über den Bombenturm hier. Über den Bombenturm und dann können wir hier ein bisschen rumfunneln. Einmal da, einmal hier. Und ich würde sagen, wir setzen hier mal. Oh. Was kommt denn da? Eieiei, scheiße. Alter Falter. Nein, nein, nein. Ein Luftballon. Oh nö, ein Luftballon. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo können wir denn eigentlich jetzt noch mit irgendwas springen? Ah, oh, mach den Luftballon da mal weg, bitte. Gottes Willen, ich hab's ja geahnt. Ne, der hat ja. Ich hab mich auch gerade wieder blenden lassen, weil ich gedacht habe, Alter, der hat noch keine Liga. Der hat ja noch gar keine Liga. Und okay, der Lava-Hund stört jetzt nicht wirklich, solange die anderen Truppen noch ein bisschen was reißen können hier. Vor allen Dingen meine Queen hier. Hier habe ich nochmal 2 Luckys, 44%. Ja, das müssen wir in jedem Fall gewonnen haben. Und so ein bisschen Loot haben wir ja sicherlich auch mitgenommen. Ja, etwas. Nicht so wirklich viel. Aber da habe ich mich auch wieder wirklich, wirklich blenden lassen. Nämlich, dass er noch keine Liga hat. Aber die Liga hat ja heute erst angefangen. Ne? Heute erst angefangen. Und dementsprechend hat er natürlich keine Liga. Oh, hier habe ich nochmal ein dickes Goldlager. Alter, habe ich die nicht gesehen in den Ecken? Ah, ne, der hat nicht überall in den Ecken was. Alles klar. Aber egal. Das haben wir in jedem Fall so ein bisschen gemacht. Die kleinen Welpis da, die können jetzt noch so ein bisschen meine Truppen da töten. Das macht nichts. Hauptsächlich kriege ich dieses Lager hier noch. Das kriege ich in jedem Fall. Also wunderbar. 4 Angriffe haben wir schon. Und die 100 Gems haben wir fast im Sack. Also wird der Tag ja doch noch ein bisschen helle. Allerdings keine 2 Sterne. 2 Sterne, die hätte ich eigentlich gebraucht. Dann müssen wir nächsten Mal mit 3 Sterne machen. Ich bilde jetzt mal eine CK-Armee aus. Das kann man natürlich super abtesten. Nämlich eine CK-Armee, mit der ich überhaupt nicht gut angreifen kann, kann ich euch sagen. Die kann ich nicht. Ganz viele machen die, aber ich habe die nie wirklich gekonnt. Und zwar sind das die Heiler, Hexen und ein Golem. Ein paar Bulla brauche ich dazu. Ich brauche da natürlich keinen zweiten Gift zu. Und 2 Sprung, 2 Wut. So muss es einfach mal gehen. Mal sehen, ob diese Truppe funktioniert. Und ihr seht das wieder. Mal wieder der Timer. Ich nehme den jetzt auch mal rein, denn die Hexen sind ja wirklich, wirklich Spottpreis. Also glaube ich, nehmen wir mal hier einen Golem mit. Und anstelle dieses ganzen Gefolges hier, bauen wir uns das alles mit Hexen voll, würde ich sagen. Macht ja nur Sinn, ey. Die sind ja, ich meine, ich muss das Dunkle zwar sparen, aber die sind ja jetzt gerade so übergünstig. Da lohnt sich, da hat man gar keinen richtigen Spareffekt. Hätte ich mal fast mal gesagt, wenn man ganz gut den Loot rausholt. Und 15 Sekunden, kurzer Cut, nee, 15 Sekunden ist mein Schild, 4 Minuten 51 und dann machen wir hoffentlich unseren letzten Angriff und mal sehen, was wir dann noch zustande kriegen. Alter, die Clanburg nicht zu boosten. Ich muss jetzt wirklich noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden warten, aber ich nutze die Zeit einfach, um mal kurz wieder mal zu sagen, eben mal fordern, dass ihr in jedem Fall mal wieder die Besten wart. Also vielen lieben Dank für die tollen Kommentare. Gestern unter dem Video hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. War tolle, konstruktive Kritik oder Antworten darunter, muss ich sagen, was den Battle Pass angeht.
Und ich war übrigens gerade auf meinem anderen Account und hat mich wirklich gefreut, dass da wirklich echt mal wieder viel bei rumkam. Und ich nehme da ja auch immer dann so ein bisschen was von mit. Denn der ein oder andere gute Tipp war natürlich dabei. Klar, kaufst vielleicht keine Juwelen mehr, kaufst immer schön den Battle Pass für einen Fünfer im Monat und bist immer nett dabei, vor allen Dingen was den Endload angeht. Aber jeden Monat dann einen Heiermann hinzulegen, das habe ich selbst in meinem stärksten Clash of Clans Zeiten nicht gemacht, aber viel oder ich habe heute auch Stimmen im Discord gehabt oder auch in den Clans. Ich meine, ich habe jahrelang auch für meinen EverQuest 2 Account $12 oder sowas im Monat hingelegt. Im Monat, ja, und damit war es nicht gewesen, obwohl ja, damit war es schon gewesen. Damit war mein VIP-Spieler, hat sowieso viele Punkte be bekommen und ich wollte ja mal gewinnen, ne? Ich wollte ja mal gewinnen, ich suche mir extra jetzt eine leichte Base, damit ich wenigstens einmal hier so richtig fett noch 3 Sterne reinhole. Ein bisschen Lot darf es dann aber sein. Ja, den nehme ich mal mit. Das Doofe ist, ja, okay. So also ein bisschen muss ich natürlich auch in die Mitte kommen. Ich habe jetzt 2 Sprungen dabei. 2 Sprungen, 2 Wut. Ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Kein Mauerbrecher, das ist natürlich mal wieder vorbildlich, Toto. Und dann machen wir das. Ich weiß, dass wenn ich. Ich muss das mal so machen. 1, 2, 3. Mit 1, 2 Heilern dahinter. Die können erstmal daher gehen. 1, 2, 3. 1, 2 Heiler dahinter. Und hier nehme ich jetzt mal meinen Ghouli rein. Ich habe hier Bola und ich habe einen King. Das muss jetzt mal mein Mauerbrecherersatz sein hier. Ist einfach mal so. Denn die Sprungzauber, die will ich irgendwie in der Mitte verballern. Okay, da gehen jetzt schon mal nach da. Ah, da sind sie schon mal durch. Okay. Ein Sprung jetzt schon anzusetzen wäre vielleicht ein bisschen heftig, aber in der Hoffnung, der Golem ist er noch am Leben. Ah, ne, der Golem geht da hinten hin. Der Golem könnte den Sprung nehmen, macht er aber nicht. Ist an der Stelle aber auch nicht so super schlimm. Vielleicht hüppeln da ja ein paar andere Truppen durch. Da hüppelt mal wieder nicht wirklich jemand durch. Dann probieren wir es nochmal auf der Seite. Wir probieren es nochmal auf der Seite. Auf der anderen Seite hier unten geht jetzt die Queen, die giftig mal so. Oh nein. Oh, es passiert mir immer wieder. Und jetzt kriege ich wieder keine 3 Sterne, dass ich hier die Queen nicht schaffe. Ah doch, ich packe die Queen. Okay, wenn es jetzt halt nur 2 Sterne wären, dann, Leute, dann ist das halt so. Dann fehlt mir immer noch einer. Aber ich habe ja noch ein bisschen Boost über. Ah, da ist er. Oh, der Golem ist da durchgegangen. Okay. Der Golem ist da durchgegangen. Hat aber, ich weiß gar nicht, hat er den Sprung da genutzt? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Kann sein, dass er den Sprung vorne doch noch genutzt hat. Und wir doch noch diese Base hier mit 3 Sternen bekommen. Oh, das wäre super. Noch in dieser Folge. Also wie gesagt, tolle Kommentare von euch. Daumen dafür auch mal wieder zurück. Ich habe euch schon ewig keinen Daumen mehr zurückgegeben. Also an der Stelle mache ich das dann auch mal gerne. Und das ist das, was ich befürchtet habe. Wir haben hier jetzt den Golem in Heilung. Ist aber nicht schlimm. Wir haben das Rathaus. Und wir haben die Queen, die ich nicht vergesse jetzt. Okay, da haben wir nochmal die 3 Sterne reingeholt. Das heißt, wir kriegen nochmal unseren Bonus und schaffen jetzt nochmal zum Ende so ein bisschen was. Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn euch die Folge insgesamt gefallen hat, lasst mir einfach am Ende den dicken da. Und ob es heute dann zum Livestream kommt, heute ist ja Mittwoch, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo ich es hier aufnehme. Jawohl, den haben wir nochmal gepackt. Weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hat einfach den Hintergrund, wer am Sonntag gut zugehört hat, ich muss am Mittwochmorgen zum Zahnarzt und das wird böse. Das wird ganz böse. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie ich abends so in Stimmung bin. Beobachtet einfach den Community-Tab hier auf YouTube. Dort werde ich kurz bekannt geben, ob ich auf Twitch live komme oder nicht. Es wird sicherlich nicht vor 8 sein, aber auch nicht nach 10. Also irgendwo so dazwischen gehe ich ja meistens online. Und ich würde sagen, bis dahin. Haut rein, euer Toto. Läscht. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich wollte ja mit euch die Queen machen. Das ist ja doof. Okay. Also Kommando nochmal zurück. Ich spule nochmal zurück. Und wir wollen natürlich unsere Queen hier hochhämmern. Denn wir haben zwar das eine Buch noch nicht bekommen, aber wir haben hier das erste Buch, können wir schon mal verbraten. Ansonsten kriegen wir das zweite Buch nicht. Ich muss noch 2 Helden machen. Die mache ich jetzt sicherlich auch. Alles andere schauen wir mal, was wir noch so hinkriegen. Aber ich habe die Queen wenigstens wieder ein Level gelevelt. Das kam jetzt danach. Aber jetzt ist auch Schluss hier. Und tschüss.